Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisch Lausitz. Hier im Tierschutziger Dorf Großdöbbern lebt zurzeit der Streuner. Ist sehr agil. Hallo Annette. Hallo. Was gibt es denn noch über Streuner zu erzählen? Ja, der kleine Streuner, der hat schon ein bisschen längere Vorgeschichte. Den Namen Streuner hat er nicht umsonst. Der kleine Mann stammt wohl ursprünglich aus Polen. Im Grenzgebiet hat er wohl gelebt, schon lange Zeit, herrchenlos, wurde dort immer von einer alten Dame gefüttert. Und die alte Dame ist dann verstorben irgendwann letztes Jahr. Und dann war der Streuner wieder herrchenlos. Und irgendwann ist ihm dann mal eingefallen, ich laufe jetzt mal über die Grenze und lasse mich da vom netten Deutschen ins Auto einladen. Und hierher bringen. Genau, und so kam er als Fundhund dann zu uns. Wir haben die Geschichte halt recherchieren können. Ne? Und jetzt ist er halt eben bei uns hier im Tierschutzliga-Dorf und eigentlich recht unglücklich, weil er natürlich ja immer viel Auslauf hatte. Er war ja so ein bisschen Selbstversorger, ist von Mülltonne zu Mülltonne gelaufen und ist natürlich jetzt hier bei uns viel eingesperrt und das findet er gar nicht so toll. Deswegen regt er sich jetzt auch gerade so ein bisschen auf hier. Ist aber ein super netter Hund. Also ist ein total lieber, fröhlicher, auch ein Kinderkumpel, also so richtiger, netter Terrier-Mischling halt, der eigentlich eine Familie sich wünscht, die ganz viel mit ihm unternimmt, wo der viel im Wald und Feld unterwegs ist. Er ist auch anhänglich, ne? Aber man kann ihn natürlich die erste Zeit nicht gleich ableihen, ne? Weil er ja auch gewöhnt ist, alleine unterwegs zu sein. Und wenn man ein Haus mit Garten hat, sollte das auch vernünftig eingezäunt sein, ne? dass er da nicht gleich ausbüchst. Ne? Ja, Streunerchen, zeig dich mal von deiner lieben Seite. Er ist super gut verträglich mit anderen Hunden und hat auch mit Katzen kein Problem. Also es ist wirklich ein ganz netter, lieber Hund, der sich leider hier bei uns im Tierheim jetzt immer ein bisschen schlecht präsentiert, weil er halt rumbellt und macht. Also, aber so ist er eigentlich nie. Ne? Also er ist eigentlich, auch wo der bei der alten Dame da wo gelebt hat, der hat dann da immer vorm Laden, die hatte so einen Blumenladen gehabt, da hat er dann immer vorm Geschäft gelegen und hat die Leute beobachtet, jeden begrüßt. Ne? Und da war der glücklich, aber leider war das eben auch nicht auf Dauer. Er ist jetzt geschätzt so 5 bis 6 Jahre alt, kastrierter Rüde und natürlich auch gechippt und geimpft. Also, ne? Aber ich glaube, auch wenn er so sehr agil ist und auch seinen Auslauf braucht, aber so ein Kuschelsofa ist auch nicht schlecht. Ja, also das stimmt. Also er liegt auch bei uns gerne auf dem Sofa oder auf dem Sessel. Und also da ist er schon auch glücklich. Und ich denke, wenn der Hund seine Bewegung wieder hat, ne, dass der halt regelmäßig Gassi geht und man mit ihm spielt, dann ist er auch wieder anders vom Wesen. Dann beruhigt er sich auch und dann wird er auch wieder so, wie er halt vorher wohl mal war. Ne? Also was uns erzählt wurde. Es ist halt eben leider schade, dass dieser Hund, der muss irgendwann mal ausgesetzt worden sein, vielleicht schon als junger Hund und ist dann halt, sag ich mal, immer hin und her gelaufen, hatte dann bei der alten Dame eben Anschluss gefunden und war da auch lange Zeit wohl glücklich. Und naja, nun müssen wir halt eben ein neues Zuhause für ihn finden. Aber ich denke, das ist so ein freundlicher Hund, der wirklich gut in jede Familie passt, die halt unternehmungsfreudig ist. Ja. Vielen Dank. Dazu sind wir ja da, dass wir für ihn wieder ein freundliches, neues Zuhause finden. Vielleicht sogar bei Ihnen. Dann kommen Sie her. Am besten, Sie gehen mit dem Streuner dann erstmal spazieren, lernen sich kennen, beschnuppern sich. Vergessen Sie die Leckerli nicht, das ist immer gut. Ja, und dann nehmen Sie halt ihn mit nach Hause, wenn es passt. Ich würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Ramona Engelmann.